Kleine Körner mit angeblich ganz großer Wirkung. Chia, ein neuer Wundersamen. Und der steckt mittlerweile in allen möglichen Lebensmitteln. Ich hab's schon gehört, gesehen, aber... Sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Mohn und sonst was. Mhm. Bei uns im Büro wird es, glaube ich, öfters mal benutzt, aber ich selber habe es jetzt noch nicht probiert. Chia-Samen erst in Reformhäusern und Bio-Supermärkten. Jetzt erobern sie Drogeriemärkte und Discounter. Viele Hersteller werben, wie in diesem Video, mit dem alten Naturvolk der Maya. Für sie, so der Mythos, war Chia Grundnahrungs- und Heilmittel in einem. Den Laufbooten spendeten die eiweißreichen Samen auf ihren Reisen angeblich Kraft und Ausdauer. Fremde Völker und Superkräfte. Diese Werbegeschichten kennt Marketingprofessor Markus Voth zu Genüge. Die meisten dieser Superfoods basieren im Grunde auf der Tatsache, dass man hier Produkte, die Naturvölker in der Vergangenheit genutzt haben, eben jetzt auch in unseren Kundengruppen anbietet. Und diese Mystik und dieses sozusagen Naturbezogene, das ist auch eines der Hauptvermarktungsargumente. Glaubt man der Werbung, soll Chia eines der vitalsten Lebensmittel der Welt sein. Die Samen sind klein und eigentlich geschmacklos. Man kann sie ins Müsli oder in den Smoothie mischen oder eine Art Pudding draus machen, so die Hersteller. In Wasser oder Milch eingelegt, quellen sie auf, werden geleeartig und sollen lange satt machen. Hollywood-Stars wie Orlando Bloom, Oprah Winfrey und Miranda Kerr sollen Fans sein. In Blogs schwören viele Sportler auf die eiweißhaltigen Samen. Auch beim Abnehmen bewirke Chia wahre Wunder. Die gepriesenen Samen haben es allerdings preislich in sich. Umgerechnet ca. 17 Euro für 500 Gramm. Die günstigste 500 Gramm Packung finden wir für rund 9 Euro. Wie sehen das Verbraucherschützer? Chia sind einfach Samen und Samen zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie besonders viele Nährstoffe enthalten, Vitamine, Mineralstoffe, in diesem speziellen Fall vor allen Dingen viele Omega-3-Fettsäuren und Ballaststoffe. Überraschend allerdings der Hinweis auf der Verpackung. Maximale Tagesportion? 15 Gramm. Ich habe da nicht drauf geachtet jetzt. Wieso darf ich? Ich nehme an, ich kann unbegrenzt essen. 1-3 Teelöffel. Also ich würde es mir denken, weil ich würde einfach denken, dass es für die Verdauung eine gewisse Anregung hat. So etwa, ja. Ich glaube so viel, ja. Wie viel Gramm? 50. 50? Ja. Sie dürfen aber eigentlich, Tagesverzehrsmenge liegt bei 15 Gramm. Ach so. 15 Gramm, also gerade mal ein Esslöffel pro Tag. Grund, Chia ist ein neues Lebensmittel. Deswegen hat die EU es nur unter Auflagen zugelassen. Wird eine größere Menge zur Gefahr? Auf Nachfrage teilt uns das Bundesinstitut für Risikobewertung mit. Die Behörden können nicht beurteilen, was passiert, wenn größere Mengen an Chiasamen gegessen werden, da es dazu keine Studien gibt. Es bleibt die Entscheidung des einzelnen Verbrauchers. Doch es gibt immer mehr Produkte mit Chia. Müsli, Riegel, Brot. Veganer feiern es als Eiersatz für Kuchen. Und auf YouTube führen Chia-Fans ihre Rezepte vor. Wow, mit diesem Granatapfel-Dinger oben drauf. Richtig lecker. Was ist tatsächlich dran am Hype um Chia? Dieser Hersteller etwa behauptet, Chia enthalte 9-mal mehr Omega-3-Fettsäuren als Lachs. Ein anderer behauptet 10-mal mehr. Stimmt nicht ganz, denn Chia enthält pflanzliche Omega-3-Fettsäuren. Die müssen im Körper aber erst umgewandelt werden. Und davon braucht der Körper mehr als von tierischen Fettsäuren. Auch von 6-mal mehr Calcium als Milch ist die Rede. Allerdings, um genauso viel Calcium aufzunehmen wie mit einem Glas Vollmilch, müsste man 46 Gramm Chia essen, also mehr als das Dreifache der empfohlenen Tagesmenge. Also diese Vergleiche, die wir immer wieder finden von Chiasamen mit anderen Lebensmitteln, die in deutlich größerer Menge aufgenommen werden, sind so irreführend für den Verbraucher, weil sie suggerieren, dass Chia eine deutlich bessere Qualität hat, was aber durch die geringere Aufnahmemenge einfach nicht erreicht werden kann. Wir haben die Hersteller zu ihren Vergleichen angefragt. Sie schreiben, da Chiasamen in Europa als neuartiges Lebensmittel gelten, wurde zum Schutz der Verbraucher ein willkürlicher Grenzwert festgesetzt. Und es gibt unseres Wissens nach auch bei deutlich höheren Tagesverzehrmengen von Chiasamen keine Nebenwirkungen. Auch viele Bäckereien befeuern den Chia-Hype. Zum Trendbrot 2015 haben sie Brot mit Chiasamen erkoren. Und auch hier werben einige mit den angeblichen Supereigenschaften von Chia. Zum Beispiel enthält 15-mal mehr Magnesium als Brokkoli.
Stimmt. Geht man allerdings von der üblichen Portionsmenge aus, nimmt man mit 250 Gramm Brokkoli genauso viel Magnesium auf wie mit der empfohlenen Chia-Tagesportion von 15 Gramm. Manche Bäcker werben auf Flyern oder im Internet sogar mit Gesundheitsversprechen. Es sind keinerlei gesundheitsbezogene Aussagen, also irgendetwas, was mit Gesundheit wirbt, für Chia als Samen auch nur zugelassen, geschweige denn für Brot oder Brötchen. Derartige Aussagen sind nicht erlaubt. Wir haben inzwischen eine ganze Menge dazu gesammelt und wir werden dagegen vorgehen. Unerlaubte Gesundheitsversprechen. Wir fragen nach beim Präsident des Deutschen Bäckerhandwerks. Unsere Empfehlung ist, solche Aussagen nicht zu treffen und wir raten auch unseren Betrieben entsprechend ab, davon so zu verfahren. Doch brauchen wir Superfoods wie Chiasamen aus Mexiko wirklich für unsere Ernährung? Superfood soll Ernährungssünden ausgleichen, soll mein schlechtes Gewissen beruhigen. Und da gibt's immer wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Eine heimische Alternative? Leinsamen, zwar weniger exotisch, dafür aber viel günstiger. Umgerechnet knapp 2,50 Euro kosten 500 Gramm. Zur Erinnerung, Chiasamen bis zu 17 Euro, also rund 7-mal so viel. Chiasamen, ein teurer Trend, die Werbeversprechen teilweise fragwürdig. Und das Superfood-Karussell dreht sich weiter. Bis zum nächsten Wundersamen.